Servus Leute, willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal hier. Ihr seht hier einen schönen DS7. Wir haben einen Gast aus München extra angereist, den DS Connector, seht ihr da drüben. Herzlich willkommen, hallo. Mit seinem DS7 E-Tenz. Und ich sage, wir vergleichen die Autos. Viel Spaß damit. Auf geht's. Okay Leute, fangen an in meinem Revoli. Ich habe die Revoli-Ausstattung. Felgen. Hier schon ein bisschen zerkratzen über ein paar Stellen. Dann gehen wir jetzt mal ins Autoinnere. Ich habe jetzt hier, wie ihr sehen könnt, hier normale Ledersitze. Man sieht auch, wenn man sieht, die Uhr, eine schöne Uhr, die hier rausfällt gleich. Sehr luxuriös. Und ja, das Auto sehr schön. Hat auch hinten sehr viel Beinfreiheit. Ich meine, ich bin jetzt 1,80 Meter ungefähr. Der hat wirklich extrem viel Beinfreiheit. Also, hat man hier Platz, vom Kopf auch. Hat man genug Platz. Ich habe noch ein Panoramadach, wie ihr sehen könnt. Also wirklich alles dabei, was man braucht. Eine gute Anlage natürlich auch dabei. Gute Anlage, Kofferraum. Auch sehr groß, passt einiges rein. Den Kofferraum passt einiges rein. Bei mir, ich habe einen Diesel, deswegen habe ich hier nur zwei Blenden. Aber ist nicht schlimm. Blende geht auch, wir sind alle Blender. Wir haben ja heute gewählt, sind alle Blender. Das ist original jetzt, aber. So, dann habe ich extra noch bei mir einen USB da reingemacht. Man könnte sehen, ich habe hier ein Video. Könnt ihr hier, sogar wenn ihr fahrt, Videos schauen, aber nur im Stand. Nur im Stand kann man Videos anschauen. Während der Fahrt ist das nicht möglich. Ballschanz, Verbote, Ablenkung, ihr wisst Bescheid. Gut. So Freunde, dann kommen wir zu meinem DS7, also zu unserem DS7, weil es nicht meiner ist. Wir haben jetzt hier eine Performance in Ausführung mit 300 PS als E-Tenz. Auch ein bisschen Vergleich, einmal hier Elektro-Hybrid und hier haben wir noch einen schönen klassischen 2 Liter Diesel Vierzylinder. Was ich habe hier mehr schwarze Applikationen. Im Vergleich zum Chrom ist die Performance in Ausführung. Das ist ja die Rivoli-Ausführung. Ich habe zum Beispiel den Schriftzug nicht an der Seite, ich habe andere Felgen drauf. Einfach mehr schwarz-sportlicher gehalten das Ganze. Auch im Heckbereich habe ich auch nochmal die schwarze Zierleiste, wie es beim Rivoli gewohnt ist. Und auch hier ohne der Dachreling, aber das sieht bei ihm aber auch einen schönen Ausdruck. Also man sieht bei ihm eine Blende. Genau. Bei ihm ist es original. Bei ihm ist original, keine Blende. Und dann zum Interieur, wir haben hier dann Alcantara statt Leder, alles muss das Auge hinreichen, Alcantara, aber so vom Display ist ja auch alles dasselbe mit der Uhr. Nur das Lenkrad ein bisschen anders, ist ja gelocht an der Seite, also das ist mein Krimskram drinnen, aber auch genauso viel Platz wie in der Rivoli-Version. Ja, außer die PS-Zahl, ich habe ja mal 300 mit dem Elektro. 180 PS als Diesel. So, wir hauen euch jetzt glaube ich noch ein Carport rein, oder? Freunde,
So Freunde, das war's mit dem Video, Leute. Ja, danke schön fürs Kommen nach Karlsruhe. Hat mich gefreut. Vielen Dank. Und ja, es war nur der Anfang mit ihm. Ich habe noch viele Videos. Er ist unten in der Beschreibung verlinkt. Ich höre euch alles an. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr mal bei mir vorbeischaut. Das Projekt, dass wir beide unsere Communities mehr zusammenbringen. Genau, dass wir alle zusammenkommen. Hier ist noch mal eine Sache. Der ist Steven E-Tens. Und einmal den. Der ist Steven. Mir. Ich glaube noch einige mit ihm. Vielleicht mal Freitag München. Ich mache nach München zu ihm jetzt mal. Oder ich komme wieder zu dir nach Karlsruhe. Oder nach Karlsruhe, immer gerne, wie gesagt. Ich habe noch einige Autos-Videos, Auto-Videos. Ich schon mit ihm, mit vielen anderen noch, anderen Marken auch. Ich bin gespannt auf meinem Kanal. Folgt ihm, wie gesagt. Nochmal, das ist nur der Anfang mit dem DS. Genau, genau. Ich danke dir. Mit DS-Leuten kommt noch viel mehr. Bleibt gespannt. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.